Ja, hallo liebe Freunde, wir haben den 30. November. Draußen ist ein Schneesturm. Ziemlich heftiges Wetter im Moment hier, aber es soll wieder milder werden. Und Regen kommen, alles wegspülen. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mit auf eine Tour, die ich im Herbst, also noch gar nicht lange her, gemacht habe. Und zwar bin ich da zum Schauinsland gefahren und da will ich euch heute mal mitnehmen. Es ist eine schöne Herbsttour gewesen, Herbststimmung, und lasst euch überraschen, wirklich schön. Das waren jetzt die Tottenauer Wasserfälle. Ich fahre jetzt in Tottenau rechts hoch in Richtung Freiburg. Und es ist schon was ganz Besonderes, wirklich im Herbst, einem sonnigen Herbsttag, diese Strecke zu fahren vom Feldberg runter ins große Wiesental und dann hier in Tottenau wieder hoch. Um die Mittagszeit ist am besten, dann steht die Sonne in der Schlucht. Man hat das meiste Licht und ist wirklich beeindruckend. So, hier kommen wir jetzt an einen Punkt. Notschrei. Da habe ich mal eine Mountainbike-Tour vom Feldberg auf den Belchen gemacht. Da gibt es einen wunderbaren Höhenweg, immer auf der Höhe. Und da kommt man hier rechts raus. Hier bin ich rausgekommen und dann bin ich hier auf der anderen Seite links wieder reingestochen, aber heute fahre ich ein Stück weiter und zwar Richtung Schauinsland. Hier die nächste Einfahrt, geradeaus geht es dann nach Freiburg runter und jetzt bin ich schon ziemlich hoch diesen Pass oberhalb von Tottenau und das geht jetzt, ist nicht mehr weit, zum Schauinsland. Ja, diese Stecken rechts und links, das sind schon mal die Vorbereitungen für den Winter, wenn hier oben Schnee liegt, dass man überhaupt noch weiß, wo die Straße entlang geht. So, und jetzt bin ich schon in dem Gebiet hier, wo ich mich jetzt aufhalten will. Ich werde noch auf einen ganz speziellen Parkplatz fahren. Hier hat man nämlich nach beiden Seiten wunderschöne Aussichten ins Rheintal, auf die Vogesen. So, hier jetzt einmal einen Parkplatz, den werde ich zuerst mal anfahren. Und aber später auf einen anderen wechseln, der ein bisschen abseits liegt, nicht so nah an der Straße. Aber hier hat man auch einen schönen Ausblick. So, da oben ist die Hauptstraße, wo ich gerade auf dem Parkplatz war. Ich bin jetzt etwas nach unten auf einer Nebenstrecke gefahren und habe hier den Wanderparkplatz erreicht. Das ist also eine kleinere Straße, bis 3,5 Tonnen nur zugelassen. Und von hier aus werde ich heute noch eine kleine Wanderung machen. Und morgen werde ich mit dem Fahrrad dort runter in dieses Tal fahren, das kenne ich schon.
und werde mir das nochmal anschauen. Aber heute gehe ich auf den kleinen Hügel noch dort oben und schaue ins Rheintal mal runter. Und wir haben schon Nachmittag. Das wird nur ein kleiner Spaziergang. Da ist das Rheintal, die Vogesen wieder da hinten. Und morgen geht's dann los. Da werde ich die Gegend hier mal erkunden. Ja, eigentlich wollte ich ja hier auf den Hügel gehen, um einen schönen Rundblick zu haben. Aber das sind Mutterkühe und oben das sind Jungbullen. Und dann hat man ein doppeltes Problem. Einmal die Jungbullen verspielt, temperamentvoll. Und die Mutterkühe, die wollen dann ihre Kälber schützen. Also die Jungbullen in dem Fall, was wahrscheinlich gar nicht notwendig wäre. Aber muss nicht sein. Das Experiment spare ich mir. Da oben steht einer auch noch so schön auf der Kuppe. In dem Fall gehe ich den Weg hier einfach weiter, genieße noch diese schöne Landschaft am Nachmittag, späteren, und schau mal, wo mich der Weg hinführt. Ich mach mal einen Schwenk über auch diese faszinierende Landschaft hier im Hochschwarzwald unterhalb von Schauinsland. Ich stehe also jetzt mit dem Wohnmobil auf 1070 Meter Höhe. Das sind richtige Almwirtschaften, kann man schon sagen hier. Nachdem ich mir die Topografie der Landschaft hier angeschaut habe, habe ich mich jetzt doch entschlossen, die Nacht oben auf der Kuppe zu verbringen, weil wenn ich hier unten stehen bleibe, bekomme ich relativ spät die Sonne ab. Die kommt also oben über diesen Grat. Da oben ist also der bessere Platz, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Ich werde aber noch bis zum Abend auf dieser Seite bleiben, um ein paar schöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang zu machen. Dieser VW-Bus mit Kölner Nummernschild gesellte sich am Abend noch zu mir, und auch dieses junge Pärchen hier hat die Nacht in ihrem PKW verbracht. Ja, am nächsten Morgen waren sie dann guter Dinge, machten sich ihren Kaffee und lachten dann auch ganz freundlich in die Kamera. Ja, so wie die Sonne auf der anderen Seite der Kuppe untergegangen ist, so geht sie hier jetzt auf im Osten. Nur ein paar hundert Meter entfernt von dem Punkt, wo ich die Untergangsbilder gemacht habe, stehe ich also jetzt und erlebe den Sonnenaufgang.
So, jetzt brauche ich erstmal was zum Wachwerden. Mit entsprechender Musik im Hintergrund, Tobias Rauscher. So, ein schöner Kaffee Arabica, allerdings aus dem Kongo. Ein lustiges Werbeschild für ein Berghotel. Ja, ich werde jetzt heute Morgen, nachdem die Sonne so schön aufgegangen ist und auch das Tal hier unten auf der anderen Seite endlich Licht und Wärme bekommt, werde ich eine kleine Wanderung oder einen Morgenspaziergang machen. Und zwar möchte ich auf die Aussichtsplattform Schau ins Land. So, jetzt gucke ich mal hier. Das ist gar nicht weit. Hier der Parkplatz hier unten. Da stehe ich. Jetzt geht es da hoch. Die rot gestrichelte Linie. Und da ist der Turm. Ja, da hat mein Sohn, der ja Steinbildhauer ist und noch 3 Tage in der Woche in seinem alten Betrieb arbeitet, da hat er mit seinem Betrieb auf diese Plattform in ganz großen Buchstaben Schau ins Land gearbeitet, in den Steingrund. Was man eigentlich nur richtig von oben aus der Vogelperspektive richtig gut erkennen kann. Aber ich werde mal schauen, ob ich es dann sehe. Ja, mein Sohn, der braucht das noch. Das ist ein richtiger Energiemenschenschaffer. Das wird ihm zu langweilig, nur immer da oben die Gäste empfangen und wieder verabschieden. Obwohl natürlich am Grundstück auch genug Arbeit ist, aber da bin ich ja da. Und so kann er noch 3 Tage in der Woche in seiner alten Firma arbeiten. Was für ihn ein wichtiger Ausgleich ist, sagt er. Ja, ist doch alles passend bei uns. Ist doch schön, oder? Okay, jetzt gehe ich also diesen Wanderweg hoch, das ist nicht weit. Laut Hinweisschild etwas über 1 Kilometer, also ein Morgenspaziergang. Und hier mal im Überblick, das ist also der Parkplatz, wo ich stehe, neben dem goldfarbenen Herbstlaubbaum. Man sieht das rote Auto ein bisschen durchschimmern mit den 2 jungen Leuten, die ich da fotografiert habe. Und dahinter der Kuppe, da war ich gestern noch. Das ist dieses andere Tal, schöne Tal, wo ich spazieren war, wo ich den Sonnenuntergang fotografiert habe. Dann bin ich kurz über diese Kuppe rüber hier, das ist also super. Hinten hat man die Abendsonne bis zum letzten Strahl und hier oben gleich den ersten Strahl der Morgensonne. Und dann ist man gleich schon hier auf der anderen Seite, geht es wieder runter in diesem schönen Tal, das sich nach Osten ausstreckt. Und hier oben hat es also jede Menge Ferienwohnungen, gerade auf Bauernhöfen. Ist also gar kein Problem, hier unterzukommen mal für einen Kurzurlaub oder eben im Wohnmobil auf einem dieser vielen Wanderparkplätze. Kann man also problemlos stehen. Und diese Gruppe Jugendliche hatte ich gestern schon auf der anderen Seite gesehen, des Grades. Da gibt es nämlich ein Jugendhaus, Fernblick heißt es, speziell für junge Menschen, Freizeitheim. Und die wandern dann hier durch die Landschaft und pilgern bereits den Weg zum Kandel hoch.
Ich gehe den gleichen Weg hoch. Hier werde ich allerdings nach links abbiegen, um wie gesagt zu schauen, ob da diese Plattform ist mit dieser Eingravierung. Schau ins Land. Ja, hier ist also dieser Schriftzug, Schau ins Land. Ich verlasse die Plattform und gehe ein Stück durch einen hochmontanen Buchen-Tannen-Mischwald in Richtung Aussichtsturm. Unter den rauen Klimabedingungen des Schauinslandes konnten sich im Laufe der Waldentwicklung nur wenige Baumarten anpassen. Im Gegensatz zu den warmen Tieflagen des Freiburger Mooswaldes, wo bis zu 20 Baumarten stehen, bestimmen hier auf über 1200 Meter Höhe nur wenige widerstandskräftige Baumarten das Bild. Es ist der hochmontane Buchen-Tannen-Mischwald mit Bergahorn und etwas Fichte, der sich über Jahrtausende hinweg als die stabilste Vegetationsform hier behauptet hat. Unsere Naturwälder wurden durch intensive und lange Zeit ungeregelte Waldnutzungen sehr stark verändert. Wenn man bedenkt, dass vor der Entdeckung der Kohle das Holz des Waldes der einzige Energieträger war. Köhlerei und Bergbau verschlangen große Holzmengen. Ganze Hänge wurden innerhalb kürzester Zeit kahlgeschlagen, um den enormen Holzhunger der Stadt Freiburg zu befriedigen. Auch hier wurde mit Holz geheizt, mit Holz gebaut. Diese ganzen Hänge, die wir jetzt hier bewaldet sehen, waren vor 300-400 Jahren so gut wie kahlgeschlagen. So, ich habe den Turm erreicht und bin natürlich nicht alleine hier. Ich werde jetzt mal nach oben gehen und einen Schwenk über das östliche Panorama machen. Das Rheintal haben wir ja gesehen, im Westen liegend. Und jetzt werde ich einmal die Landschaft in Richtung Feldberg zeigen. In der Verlängerung des Taleinschnittes, links unterhalb der Sonne, sieht man ganz schwach die zwei Türme auf dem Feldberg. Also dieser Berg am Ende des Tales, das ist der Feldberg. Das Leibniz-Institut für Sonnenphysik betreibt hier neben diesem alten Sonnenobservatorium noch ein anderes, sehr modernes, und zwar auf den Kanaren auf der Insel Teneriffa, das Observatorio del Teide. Und da haben die eigentlich ihr Hauptaugenmerk drauf. Das ist hier ein ziemlich altes Ding, aber hier kann man auch immer wieder jedes Jahr im Sommer an Führungen teilnehmen. Wieder unten am Turm angekommen, traf ich dann diesen bewegungsfreudigen jungen Mann, der mir einmal mehr vor Augen hielt, wie alt ich inzwischen doch geworden bin. Unterhalb des Turmes ist der Eingang zum letzten sich noch in Betrieb befindenden Bergwerk im Schwarzwald, das in 800 Jahren auf der Suche nach Silber, Blei und Zink im Schauinsland geschaffene Grubengebäude ist mit ca. 100 Kilometer Länge verteilt auf 22 Etagen, das größte des Schwarzwaldes und der Vogesen.
Der Bergbau brachte im Mittelalter der Stadt Freiburg Reichtum und Wohlstand und ermöglichte erst den Bau des Münsters. Ich werde jetzt das Fahrrad nehmen und auf die andere Seite hier des Grates der Straße fahren, also wieder an den Westhang von gestern. Allerdings dort hinten, unterhalb des Waldes. Da geht nämlich ein Fahrradweg entlang und den werde ich heute nehmen und mal von der anderen Seite über das Tal gucken. Ich habe gerade gesehen, von der Plattform Schau ins Land, dass sich über dem Rheintal Wolken bilden. Nicht nur Nebel, sondern wirklich wie eine Wolkenschicht. Und das sieht immer sehr schön aus. Da mache ich ein paar Aufnahmen. So, ein kleiner Imbiss. Ein bisschen was trinken. Und dann geht es mit dem Mountainbike weiter. Ich bin jetzt hier an meinem Ziel angekommen mit dem Fahrrad und werde euch mal einen kleinen Überblick verschaffen zur Orientierung, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wo sich hier all das befindet, was ich bisher besucht habe. So, das ist zum Beispiel jetzt hier das Rheintal. Wie gesagt, wie in einer Wolkendecke oder unter einer Wolkendecke. Das sieht wirklich nicht nach Nebel aus, sondern man hat das Gefühl, aus dem Flugzeug auf die Wolkendecke zu schauen. Auf diesem Parkplatz dort hinten habe ich kurz gestanden gestern, habe von da aus die Wanderung gemacht, um diesen Hügel herum. Gegen Abend bin ich noch weiter hochgefahren. Und zwar dort oben auf den Parkplatz. Dort. Und von da aus habe ich dann diese tollen Sonnenuntergangaufnahmen gemacht. So. Und heute war ich dort oben auf dem Turm, Schau ins Landturm. Das ist also eine ganz besondere, eine liebreizende Landschaft hier. Und es gibt eine Prophezeiung für die sogenannte Endzeit, die besagt, dass die Menschheit, wenn sie ihr Lebensgefährt in den Sumpf manövriert hat und daraus aus eigener Kraft nicht mehr herauskommt, dass dann eine große Veränderung in Form einer globalen Reinigung über den ganzen Planeten kommt. Und ich habe so das untrügliche Gefühl, dass das ganze Thema Corona die Anfangswehen dieser Zeit sind. Wir kommen da so aus eigener Kraft nicht mehr raus, weil die verantwortlichen Politiker und Globalisten keinerlei Vernunft mehr erkennen lassen. Im Gegenteil, sie fahren den Karren immer tiefer in den Sumpf hinein. Und diese Prophezeiung sagt dann auch, dass unter anderem es zu einem Polsprung kommen wird, nach einem noch zu erwartenden Dritten Weltkrieg. Auch an dessen Ausbruch wird fleißig gearbeitet. Das Thema Frieden und Entspannung hat man auf eine ferne Insel ins Asyl geschickt, während offene Aggression und Feindseligkeit zum Ratgeber herangezogen wird. Nach dem Polsprung wird Deutschland klimatisch auf der Höhe Siziliens liegen. Dann wird diese Landschaft hier die Toskana Deutschlands werden. Das Rheintal wird sich durch Erdbeben und eine Verschiebung der tektonischen Platten mit Meerwasser auffüllen und zu einem Fjord werden. Dann werden die Menschen hier oben stehen und aufs Wasser hinunterschauen, das sich vom Schwarzwald
bis zu den Vogesen erstreckt. Der Kaiserstuhl wird zu einer Insel werden. Ich rechne mit globalen, grundlegenden Umwälzungen und Veränderungen auf allen Ebenen. Auf der physischen, auf der seelischen und der geistigen Ebene wird Menschheit und Planet gereinigt werden. Gott hat seine Schöpfung unter Kontrolle. Er ist der Souverän. So wird ihm letztlich auch das Böse in all seinen Anstrengungen dienen müssen. Aber wir, die Menschheit, muss den Becher austrinken, den sie sich eingegossen hat. Das Tal, das wir jetzt durchschreiten, muss sich tief in das Kollektivbewusstsein der Menschheit eingraben, damit zukünftige Generationen wissen, instinktiv wissen, dass dies nicht der richtige Weg ist, dass dieser Weg nicht zum Leben, sondern in den Tod, ins Chaos führt. Darum müssen wir durch dieses Tal noch durch. Aber Gott wird letztlich alles an den Punkt bringen, den er bestimmt hat für seine Schöpfung, nämlich die Vollendung.